Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moonlighter. Wir werden heute erstmal für die Stadt ein bisschen was kaufen. Und zwar habe ich mir überlegt, den Bankier zu kaufen. Oh, das arme Hundi muss da glaube ich weg. Und dann gucken wir, dass wir da irgendwie noch ein bisschen Geld dazu verdienen können. Das wäre cool. Der steht da und zwirbelt an seinem Schnurrbart. Der hat ja nicht mal einen richtigen Stand. Edward. Gold? Wo? Oh, guten Tag wünsche ich. Ich bin Edward, frisch gebackener Einwohner dieser wunderbaren Stadt. Eigentlich bin ich ein Händler. Genau wie du. Mit einem Unterschied, ich handle mit Kapitalanlagen, nicht mit Gegenständen. Vertrau mir dein Geld an und ich mache dich garantiert reicher. Ich habe zu tun, komme in einem Tag wieder. Okay, wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber gut. Ich möchte gerne nachts losgehen, weil nachts gibt es natürlich den besseren Loot. Und ich bin recht gut vorbereitet. Und ich will jetzt endlich mein Zeug für mein besseres Schwert kriegen. Und im besten Falle kriege ich noch so viel Zeug, dass ich ordentlich was verkaufen kann und gleich das Schwert maximal upgraden kann. Weil wir müssen uns langsam, wir bewegen uns ja aufs Ende der Woche zu und bis dahin würde ich gerne irgendwie den Boss schlagen. Das wäre schon so mein Traum. Pro Woche mindestens ein Boss. Aber wenn es weitergeht mit dem Sterben, wird das nichts. Zero-Leinchen. So, Karte ist für uns offen. Wir müssen zuerst den Brunnen aufdecken, würde ich sagen. Ich denke mal, das ist wichtig. Okay, er ist zwar aufgedeckt. Aber... Oh nein. Wuhu. Oh, danke, dass du hergekommen bist, Hexe. Das wäre nicht nötig gewesen. Die Gegner würde ich doch schon gerne schlagen. Willst du aufhören abzuhauen? Sagte er und dann verschwand sie. So. Der Brunnen ist aufgedeckt, sehr schön. Ja, machen wir erstmal die Truhe hier am Brunnen, ne? Und hoffentlich ist keine Truhe hier dabei, die mich umbringen will. Ich brauche für diese Ebene dieses bessere Schwert. Ihr seht warum, das ist krankhaft, wie viel Leben die haben. Komm, schieß Hexe, ich kann nichts machen. So, jetzt kann ich mich freier bewegen, liebe Hexe. Ah, ich dachte, ich bin ausgewichen. Ich habe mich so viel bewegt. So, sehr schön. Hier ist die Truhe, die mich hoffentlich nicht angreift. Wobei beim letzten Mal war hier die Truhe, die mich töten wollte. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall aufpassen. Wie gehe ich die ganze Sache jetzt an? Verzieh dich mit deinem scheiß Laser. Ich zack den jetzt einfach, solange ich mein Extra-Leben habe. Alter, ist ja gut. Wie viel Leben hat denn der? Ich will auch nicht zur Truhe gehen. Das ist mir zu gefährlich bei der Truhe. Ich warte hier einfach, bis das komische Viech da wiederkommt. Alter. Nicht euer scheiß Ernst, dass ihr so viel Schaden macht. Könnt ihr bitte zu mir kommen, liebe Hexen? Himmels Willen, ey. Bist du lebendig? Okay, ich habe gerade irgendwas Schaden gemacht. Ich habe Panik bekommen. Aber es war nur der Sand. Oh nein, du bist unsterblich. Das ist nicht gut. Warum? Das muss irgendeine Eigenschaft sein, die ich bisher noch nicht nachvollziehen kann. Du mit deinem scheiß Laser, ey. Verzieh dich einfach nur.
Ich muss herausfinden, was diese Unsterblichkeit zu bedeuten hat. LB? Achso. Das ist nur... Wieso sind beide unsterblich? Kann ich nicht einfach runterfallen? Jetzt nicht mehr. Ich check's nicht, das muss irgendeine Eigenschaft vom Spiel sein. Was übersehe ich? Hä? Und vor allem machen die auch keinen Schaden, ne? Kann ich nicht einfach rausgehen? Okay, ich google kurz. Keine Ahnung, das scheint nur mich zu betreffen irgendwie. Keiner beschwert sich darüber. Ups. Ich kann doch jetzt nicht wieder abhauen. Was soll denn das? Hä? Das ist doch ein scheiß Bug. Das kannst du mir nicht erzählen. Diese dreckige... Warum? Dieses Scheißspiel. Es regt mich gerade übelst auf. Kann ich nicht, mich nicht teleportieren oder so? Oh, Mann. Ja, dann komme ich wieder. Was eine Scheiße. Ja, dann ich kaufe mir jetzt die fehlenden Utensilien dafür. Das reicht mir. Was soll das mit diesen scheiß unsterblichen Gegnern? Das ist richtig Rotze. Hm. 41.000, nein. So viel Geld gebe ich dafür nicht aus. Guck mal, mein Inventar ist leer. Ich finde das zum Kotzen. Sterbliche Gegner am Arsch, ey. Das ist ja nicht ganz dicht. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht, ob ich da irgendwas übersehen habe, aber ich glaube eher nicht. So, ich sage euch eins, Leute. Wenn wir diesem Bug noch einmal begegnen, dass einer unsterblich ist, dann werden wir ganz einfach... dann werde ich ganz einfach offscreen farmen. Oh Gott. Ach, scheiße. Und dann mir die Sachen einzeln kaufen. Du Drecksack. Ich mag die Gegner nicht. Verzieh dich. Danke. Das ist der Plan. So, wir sind natürlich fast voll. Rein theoretisch können wir schon einmal zurück. Ja, komm, gehen wir jetzt einmal kurz zurück. Ein bisschen was an Stuff ablegen. Heiltränke neu organisieren. So. Und dann einfach hoffen, dass wir endlich die Utensilien zusammenbekommen für unser fucking Schwert. Mehr will ich nicht. Einfach nur die Sachen für das Schwert haben. Und alles schön verkaufen und mich dann Keks freuen. Das wird schön. So. Erstmal Sachen abladen. Oh, ich habe einen gefunden. Finde ich gut. Ich hab alles gefunden. Lustig. Deswegen habe ich auch gelacht. Dann können wir uns endlich das bessere Schwert angesehen. Endlich! Wir müssen wahrscheinlich aber dann nochmal kurz den Laden öffnen. Um das Schwert dann noch irgendwie zu verbessern und alles. So.
Wie viel kostest du? 256.000! Die hat man doch voll ins Gehirn geschissen. Alter Schwede. Ja gut, öffnen wir den Laden und hoffen, dass wir das Geld zusammenkriegen. Ich will jetzt dieses Schwert haben, bevor ich weiter im Dungeon rumwusel. So, dann gib mir mal das, gib mir das. Du warst auch noch recht wertvoll, ne? Ja gut, da wissen wir den Preis nicht. Okay, du bist verdammt billig. Du bist noch schön wertvoll. Du bist noch schön wertvoll. Du bist wertvoll. Naja. Bei dir weiß ich es nicht. Bei dir weiß ich es auch nicht. Oh, magischer Kern. Dann können wir eigentlich bei den Ramszeug ablegen. Ich brauche alles. Gib mir einfach alles. Weißt du, was ich verkaufe? Den Scheiß. Ganz ehrlich, ich verkaufe den ganzen Scheiß hier. Ich will mein Geld haben. Verkaufen jetzt alles hier, was wir haben. So, ja. Du bist ja noch im Wert gestiegen, ne? Leicht entzündlich, hoch. 6.000 war da in Ordnung, oder sagen wir 6.500. So, ich brauche das Geld, ich muss hier falschen und Ende. Na gut, lassen wir es bei 450. So. Wertsteigerung 2.000 ist hier nicht in Ordnung, Freunde. 3.500 ist nicht in Ordnung. 1.300 ist nicht in Ordnung. So. Hoffen wir mal, dass wir viel Geld kriegen für unser Zeug. 6.000, hui! Wir könnten das Schwert tatsächlich hinkriegen. 2.500. Haben wir drüben auch gemacht, okay. Bei dir wissen wir es nicht. Aber wir wissen, dass du 5.000 wert sein könntest. Du gehörst zu der unteren Abteilung, ne? Ja, 500. Du gehörst auch zu der ganz, ganz untersten Abteilung, alter Schwede. Aber 150 war, glaube ich, zu billig, oder? So. Ich brauche Geld, Leute. Haut rein. Kauft alles. Ihr sollt nicht meine Schmuckstücke angucken, ihr sollt Sachen kaufen. Yay! Eine Sache weniger. 600. Ja, war in Ordnung. Können wir auf 650 steigern. Oh. Ja, ich denke, wir kriegen das definitiv zusammen, das Schwert. Also, so schwer dürfte das eigentlich nicht sein. Bei den Sachen, die wir hier an Fundsachen haben. Guck mal, allein das hier ist 35.000 wert, da kriegen wir locker 70.000 für. Ja, immer schön einsammeln, immer schön einsammeln. Zack. Zack. Ja, wir haben das Geld schon zusammen. Ah, so gefällt mir das, so gefällt mir das. 1.200, ja, machen wir 400 raus. So, die Schnüre und das Zeug. Die Schnüre haben wir noch gar nicht verkauft bekommen, ne? Ach klar, weil sie schon im nächsten Dungeon sind. So, wir haben hier 500 Minimum, das heißt... Boah, 3.000 hier. Halt, Moment. Bevor die hier zu billig über die Ladentheke gehen. 3.000 war in Ordnung. Okay, aber wir haben eine kleine Steigerung. $750, ey. Hier, komm. Jawohl, komm, scheiß drauf. Verkaufen wir es so. Wir haben nicht mehr wirklich viele Sachen. Und ich brauche jeden Cent. Na, wie sieht der Preis hier aus für euch? Ja, geht doch. Können wir gleich das nächste da reinstecken.
So eine schöne Batterie, die ist bestimmt ordentlich was wert. Na gut. Kauft, Freunde, kauft. 500. Ja gut, das ist das Billigste aus dem nächsten Dungeon. Das wurde auch gekauft. Sehr schön. 110. Ah. Stimmt, das war das Billigste von allem. .000, ja, das Schwert gehört sowas von uns. Direkt mal nachfüllen. Ui, oh, sag ich doch, das hat ordentlich Geld gebracht. Da ist vielleicht sogar noch ein, zwei Upgrades sind da vielleicht noch drin. Wenn die Leute jetzt noch ein bisschen was kaufen. Du sollst kaufen, nicht klauen. Oh. Schnüre sind nicht so viel wert. Das wird langsam spät. Das wäre cool, wenn ihr noch so ein, zwei teure Sachen hier, den Klumpen könnt ihr noch kaufen. Der ist wertvoll. Ja, und die Flaschen hier. Die würden mir auch noch richtig viel Geld bringen. Kauft bitte Sachen. 5500. Da haben wir noch keinen realen Preis für. Aber wir sind bei 400.000. Sag ich, das geht schnell. Jetzt kommen ja nur noch die Reichen. Guck mal, da ist doch eine Königin. Nee, doch nicht. Das ist nur Streu, was sie hinten hat. Was soll das? Sehr wertvolles Ding. Ja, genau. Kauf das Teure. Oh, guck mal, das wird auch gekauft. Aber du warst... Ah, oh, scheiß Reiche. Ich will doch wissen, wie teuer das ist. Jetzt ist auch noch der Preis gesunken für das Ding. Naja. So, sehr schön. Fast 400.000 verdient. Gib mir das Scheißschwert, du Sackgesicht. Langsam ist der Dungeon einfach für mich durch. So, besseres Schwert am Start. Ja, schön Feuerschaden. Dann gucken wir mal, dass wir noch ein, zwei Upgrades hinkriegen. Ich würde schätzen, ein Upgrade kostet 100.000. Wir haben 200.000. Zwei Stück kriegen wir hin. Vielleicht ist das dann auch schon maximiert. Mit ein bisschen Glück. Ah, 60.000. Ach, ich muss die Dinger gar nicht mitnehmen. Stimmt, logisch. Ja, maximiert. Nice. Moment. Oder ich habe kein Geld dafür. Das kann auch sein, weil Rüstungen müssten hier eigentlich auch sein. Ne, meine Rüstung habe ich komplett aufgerüstet. Stimmt. Ja, alles gut. So, Leute, wir haben das Maximum an Schwert. Dann wollen wir mal sehen, wie unsterblich die Unsterblichen sind. Wahrscheinlich immer noch unsterblich. Die fehlt noch etwas Giftchili. Ach, guck mal, das Rezept wird billiger, umso mehr ich kaufe. Hm, wie viel habe ich im Besitz? Von den Dingern? Ah, da stand es gerade, zwei, ne? Wieso ist das billiger geworden? Hm. Vielleicht darf ich einfach keine zweite Waffe führen mit Zusatzdingern. Vielleicht muss das reiner Schaden sein auf die Dinger. Wenn ich das nächste Mal eine finde, sollte ich ohne Zusätze nehmen. Als Zweitwaffe. Einfach nur vorsichtshalber. Okay. Ich nehme den Besen mit. Wir nehmen einfach den Besen mit.
Was haltet ihr davon? Der hat ja keinen Zusatzschaden oder so. Und selbst wenn es 10 Jahre dauert, den Typen zu töten, ich werde es tun. Okay, als nächstes geben wir die Rüstung an. Das heißt, wir brauchen 300.000. Oh, das geht eigentlich recht fix. Denn wir keinen Unsterblichen dabei haben. Komm, plündern wir kurz Stufe 3. Und dann können wir eigentlich auch schon nächste oder übernächste Folge einfach direkt zum Boss gehen. Wir wären eigentlich schon längst hier durch. Allerdings dachte sich das Spiel, nö, ich stell dir mal ein paar Unsterbliche hin. Geil, ne? Okay, Treffen muss schon gelernt sein. Ja, so ist doch. Ist schon viel besser. Zwar noch nicht Optimus Prime, aber egal. Jetzt hör auf abzuhauen. Er trifft aber auch noch der Sack. Ich weiß nicht, ich traue der Kiste da nicht über den Weg. Ich traue endlich gar keinen Kisten mehr über den Weg. Ach, komm. Ich lauf nicht weg. Okay, das ist eine normale Kiste. Sehr schön. Fluchentbinder. Scheiße, ja gut, ich brauche ich jetzt nicht mehr, aber du bist immer noch wertvoll. Verwandlungen. Verwandlungen sind immer gut. Nein. Oh, wie ekelisch. Schön beide auf dem Haufen. Ach, verdammt. Das wäre es gewesen, wenn ich die jetzt noch getroffen hätte. Aber ich brauche momentan auch den kleinen Snuff. Einfach nur wegen der Verwandlungsscheiße. Du bist immer noch wertvoll, ne? Ja, nicht so. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch irgendwas hin, was nicht so ganz wertvoll ist. So, da oben haben wir einen leeren Raum, da würde ich gerne hingehen. Der sieht nämlich sehr interessant aus. Oh, ich hasse dich mit deinem scheiß Laser, weißt So, das hätte ich gerne. Das Problem ist auch, dass immer nur in diesen abgesperrten Räumen diese Unsterblichen rumlungern. Wenn hier jetzt Unsterblicher wäre, hätte ich gesagt, ja gut, scheiß drauf. Dann gehe ich einfach dran vorbei. Genau das habe ich vermutet. Die Dungeon-Erkunder haben sich weiter aufgespalten. Zwischen ihnen verläuft nun eine klare Trennlinie. Die Unterschiede sind glasklar. Auf der einen Seite Adrenalin-Junkies auf der Suche nach Ruhm und Gefahr. Diese Gruppe bezeichnet sich als Helden. Auf der anderen Seite stehen die Händler. Sie sind vernünftig und betrachten das Erkunden als Arbeit. Sie suchen keinen Ruhm, sondern nur wertvollsten Gegenstände und den schnellsten Weg zum Ausgang. Dann öffnen sie ihren Laden in der Stadt und verkaufen ihre Fundstücke. Die einen sind womöglich mutiger als die anderen dafür vielleicht klüger. Diese Entscheidung überlasse ich meinen Lesern. Also es gibt diejenigen, die durchrushen quasi in die dritte Ebene und da alles halt mitnehmen wollen. Und es gibt andere, die halt wirklich alles machen. Ui! Ach komm, lass dich doch treffen. So, und keine Sorge, ich habe das Glitzern gesehen. Da werden wir auch gleich mal runtergehen. Alter, ich will da runter. Hä? Will ich das wirklich machen?
Ich meine, solange nur so billige Gegner kommen, habe ich kein Problem. Außer du. Ich mag dich gar nicht. Aber das geht voll klar. Ich meine, höchstwahrscheinlich wird da nur Scheiße drin sein. Wie immer. Aber Truhe ist Truhe. Hä? Ich wollte die Truhe eigentlich öffnen. Flüssigkeitskondensator. Okay, kenne ich noch gar nicht. Oh. Verbufft. Na, wenigstens was Wertvolles gefunden. Alter, jetzt habe ich da so einen scheiß Bug. Warum, Spiel? Hör doch auf, mich zu quälen. Na toll, okay. Einfach ignorieren, Freunde. Ist halt so jetzt. Können wir leider nicht ändern. Ich würde es, wenn ich könnte. Den muss ich vernichten mit seinen komischen Flammentypen. Der lebt immer noch. Vor allem, ich sehe nicht mal, wie viel Leben er hat. Er hat's wieder. Hä? Was zum... Wieso habe ich mich gerade auf die Kiste bewegt? So, wir öffnen halt noch die letzte Truhe, dann hauen wir wieder ab. Dann macht das ja auch nichts. So. Also gut, ich will nicht, dass du verschwindest. Ich möchte, dass du erstmal dahin gehst. Ich möchte dich tauschen. Ich möchte, dass du dahin gehst. Ich möchte, dass du dahin gehst. Ich möchte, dass du dahin gehst. Und du warst ja sowieso nicht so wertvoll, ne? Da konnte ich nur 5er Stack machen. Na komm, was soll's. Oh, wir haben hier noch mehr Zeug, das umgewandelt werden möchte. Gut, dann nehmen wir den hier mit, teilen den hier mal auf, so. Und dann benutzen wir den anderen Schleim nochmal für den. Und dann sind wir reich. So einfach geht das, Freunde. So einfach geht das, ne? Gut. Gehen wir noch zur letzten Truhe, gehen dann zurück in die Stadt. Das ist das letzte Mal, dass wir zurückgehen. Denn dann werden wir den Boss hier erledigen. Ah, der macht keinen Schaden, wenn ich ihn berühre. Oh, fuck. Oh, das ist jetzt nicht gut. Okay, ich hau ab. Das riskiere ich nicht. Nee, Freunde, nee. Das riskiere ich nicht. Ich habe jetzt richtig viel Stuff am Start. Das werden wir in der nächsten Folge verkaufen. Und dann haben wir genug, um unsere Sachen abzugraden. Und dann passt das schon wieder, ne? Ja, ich meine, wir haben hier noch ganz viel Stuff, also ganz ehrlich. Ja, yeah, da können wir sogar ein 5er Stack noch draus machen. Kabuff. So. Hier haben wir auch nochmal ordentlich was. Du warst ja extremst wertvoll. Da verdiene ich mir eine goldene Nase bei. So, oh Gott, habe ich viel Stuff am Start. Oh, wir werden reich sein. Reich. Reich, 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 reich. Okay, dann nehmen wir dich noch mit. Dich packen wir mal hier hin, für den Fall der Fälle, ne? Wer weiß. Und dann verkaufen wir halt alles, was wir hier noch haben. Damit wir halt wirklich alles bekommen. Gut, Freunde. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Dann geht das richtig rund. Dann werde ich einmal kurz durchrushen und dann gehen wir zum Boss. Haut rein, euer Zero. Tschüss.